Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skyrim mit mir. Ich bin Aneflatu und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sitzen hier in unserem Haus, das wir uns am Ende der letzten Folge neu gekauft haben. Eigentlich, um unser Inventar leer zu machen. Das habe ich auch schon gemacht und ihr seht auch, dass ich die Nachtigallenrüstung wieder angezogen habe. Die gefällt mir einfach irgendwie besser und die Stats, ja, so viel besser war es diese Drachenrüstung auch nicht. Die hat, glaube ich, bloß 8 Rüstung dazugegeben und ein bisschen die leichte Rüstung verstärkt. Da ist, ja, das ist einfach nicht so gut und kann man eigentlich wieder ablegen. Hier gefällt mir einfach besser die Nachtigallenrüstung. Genau. Wir sind an einer Quest dran und zwar wollen wir diese Tagebücher holen und es ist hier in Markarth. Und da machen wir auch direkt mal weiter, Leute. Yola ist auch leer. Wir können also wirklich richtig viel Zeug wieder einstecken, um ja noch reicher zu werden, sage ich mal. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Schauen wir mal, was passiert. Autsch! Ja, klar, wir sind natürlich auch Vampir, ne? Das Sonnenlicht, es tötet uns nicht, wir zerfallen nicht zu Staub oder fangen an zu brennen oder so, das nicht, aber ja, so wirklich gut finden wir es auch nicht. So, da ist die Festung, da gehen wir jetzt rein. Schwuppdiwupp. So. Im Namen des Jarl, bleibt standhaft. Ja, oh, wir bleiben standhaft, auf jeden Fall. So. Ja, so wieder da oben in die Zwergenruinen rein. Und dann. Schauen wir mal wieder, was da auf uns wartet, wie es da weitergeht. Wir machen mal eben die Karte auf. Ja, da müssen wir dann wieder ganz draußen rummarschieren. Das machen wir. Los geht's. Ui! Holla. Da schießt da irgendwas in der Gegend rum. Da liegt die Spinne. Die haben wir schon gelootet. Und da geht's weiter. Nur an Cell oder so. Das Schwert wird wahrscheinlich auch nicht mehr aufgeladen sein, aber. Eine Bank, da kann man sich setzen. Sehr schön. So, schauen wir mal. Wir müssen. Das sind nicht die, sondern wir müssen da wirklich auf die andere Seite rüber. Durch diese Tür da scheinbar. Waffen können wir, los geht's. Vielleicht finden wir irgendwo Gatling Gun oder so. Railgun. Das wär's doch. So, hier waren wir ja auch schon. Da müssen wir dann. Das schauen wir uns mal an hier noch, den Weg. Zack! Ich habe mal ganz kurz einen Prozess gemacht mit dem. So, links oder rechts? Gehen wir mal links runter. Das mit der Gegend da auch mal ein bisschen erkunden. Aber ah, heiß! Ah! Ah!
Eieieiei. Es wird immer schöner. Stimmt, das war die Ecke hier, genau. Haben wir das alles schon gelootet? Scheinbar, ne? Ja, denk schon. Wachst du auf? Deine Vampirkräfte nehmen zu, weil du hungrig bist. Wie, was? Tatsächlich kann ich hier... Da ist noch eine Expertentür, die kriegen wir doch auch auf. Wir könnten uns jetzt natürlich vorher auch noch irgendwie... Wir haben, glaube ich, eine Kette oder so. Aber das kriegen wir schon so auch hin. Tada! Jawohl, ja. Bisschen Geld. Haben wir schon reingeguckt. Gibt's da auch noch eine? Nein. Okay, ja, schade, dass hier dieser Koloss nicht aufwacht. Wundert mich eigentlich auch. Hängt denn hier in der Luft? Wahrscheinlich, wenn wir das Zeug rausnehmen, oder? Auch nicht. Komm, wach auf! Ich will dich zerschmettern. Da ist noch eine Tür. Nochmal Experte. Da, was will man denn da dagegen machen? Oh lala. Das wiegt halt alles sehr, sehr viel, ne? Ah, den nehmen wir mal mit. Ah, den nehmen wir auch mit. Und drehen wir Kreise. Da haben wir noch ein Schild, das nehmen wir auch mit. Das ist auch richtig viel Geld wert. Krass, wie viel diese Schalen wert sind. Ist ja der Knaller. Noch eine. Hui. Hui. Jawohl. So, jetzt mal auf die andere Seite. Wieder zerspießt. Okay, da haben wir schon wieder eins. Ein Buch. Krack. Mach mal. Schnell. Ein bisschen snacken hier. So. Also. Ich wusste, wenn wir tief genug graben würden, würden wir schließlich auf neue Ruinen treffen. Markart ist eine Stadt, die auf einer Stadt erbaut wurde. Von frühen Fundstücken wissen wir, dass der Name der Stadt nur ein Cell lautete. Aber darüber hinaus liegen uns nur wenige Informationen vor. Uns wurde aber eine Begleitung abgestellt und morgen begeben wir uns in die eigentliche Stadt. Erst ein Tag und schon vermisse ich meinen Schreibtisch und meinen Stuhl. Ich dachte, die Erforschung würde mehr Spaß machen, aber bisher kämpfen wir nur gegen Spinnen, erhaschen gelegentlich einen Blick auf einen Geröllhaufen. Okay.
Hoffentlich kommen wir bald zur Hauptruine, damit wir ein Lager aufschlagen können und ich anfangen kann, ein paar unserer Fundstücke zu kategorisieren. Vorhin haben wir die Waffenkammer gefunden und Eri ist zurückgeblieben, um einen Weg in die Hauptschatz. Eine Schatzkammer. Hauptschatzkammer zu suchen. Wenn jemand das Schloss öffnen kann, dann. Wir sind weitergegangen und haben uns hier für die Nacht eingerichtet. Da die Wachen sagen, dieser Ort sei leicht zu verteidigen. Ich habe trotzdem für alle Fälle ein paar Runen platziert. Na, die haben ihnen offensichtlich nie so sehr geholfen, diese Runen, ne? Weil, da liegt der. Was haben wir denn hier noch Schönes? Thetis. Oh, Thetis, ist das nicht Dunkle Bruderschaft und so? Wie umfangreich ist denn dieses Werk? Das lese ich jetzt mal eben vor. So, also. Thetis, Verfasser unbekannt. Thetis ist der Beginn des Hauses. Vor ihm existierte nichts. Für dieses Nichts haben nur die Törichten Altmeernamen und nur sie verehren es. Das liegt daran, dass sie alle faule Sklaven sind. Wie wahr sind doch die Lektionen? Statis braucht nur sich selbst und somit nichts. Wer ist Statis? Stasis, das ist doch eigentlich ein Zauber, oder? Thetis umzingelte das Nichts und veränderte seine Teile aus Myriaden von Möglichkeiten. Die Ideen kamen und gingen ganz so, wie es sein sollte. Eine Idee hingegen wurde eifersüchtig und wollte nicht sterben. Okay, wie die Stasis wollte sie ewig wehren. Ja, genau, Stasis halt, ne? Dies war der Dämon Anui El, der Freude fand, sich selbst Adra zu nennen. Oder Adra. Aedra oder wie auch immer. Sie versklavten alles, was Thetis erschaffen hatte und erschufen Reiche von ewiger Unvollkommenheit. Sehr, sehr schön, die ewige Unvollkommenheit. Daher sind die Aedra die falschen Götter und somit reine Illusionen. Also brachte Thetis Lorkram hervor und sandte ihn aus, um das Universum zu vernichten. Lorkram, unbeständiger Mutant, okay. Lorkan fand die Schwäche der Aedra, weil jeder von ihnen von Natur aus unermesslich war. Das ist ja ein Text, ne? Unermesslich waren sie durch Eifersucht und Eitelkeit voneinander getrennt. Außerdem waren sie nicht willens, in das Nichts zurückzukehren. Also füllte Lorkan, während sie ihre falsche Herrschaft fortsetzen, das Nichts mit neuen Ideen. Diese Ideen waren von ungezählter Zahl. Schon bald hatte Lorkan ein eigenes Herrschaftsgebiet mit Sklaven und nimmer endender Unvollkommenheit und erschien der ganzen Welt wie Aedra. Daher offenbarte er sich dem Dämon Anuil El und den acht Schenkenden als ein Freund. Was sind denn die acht Schenkenden, bitte? Das ist ein Text. Geh zu den Sharmat Darkov. Ur, also ein Freund. Ae Herma Mora Atodun. Oder Altadun. Pathome Khan E. Ai El. Oder Al. Na, komisch. Ich hoffe, ich habe jetzt hier in meinem Zimmer nicht irgendwas beschworen. Ey. Wenn das mir gleich irgendwas anfällt. Eine Flöte? Oh, die nehmen wir mit. Warum denn nicht? Ja, spannender Text. Weiß nicht so recht, was er uns sagen soll. Leiche. Nee. Schnapulieren müssen wir da jetzt nicht. Kartoffeln. Hallo, mein Freund. Du siehst aber doch auf jeden Fall so aus. Ich glaube, das wird noch lustig, wenn wir die Sachen haben und zurückkommen. Ich glaube, dann, ne? Sonst müssen wir dann da hoch noch. Da liegt noch einer.
Fürst, so lasse uns vorbei. Oh, was ist ein Schürf? Mondstein? Arztader. Nehmen wir doch natürlich mit. Ganz klar. Iola wird ungeduldig. Du könntest das ja auch machen, Iola. Zu zweit sind wir sicher schneller. Ihr gehört jetzt zu Namir. Was soll ich nehmen? Alles, Iola, alles. Die Axt. Diesen Dolch. Den hier. Die Rüstung. Wie, du ziehst es an. Da bin ich echt enttäuscht. Waffenrüstung verbessert werden. Das kannst du auch nehmen. Schlossgang behalten. Nimmst du das noch und das. Und die. Und das Schild kriegst du auch. Und den Helm auch. Und den ziehst du auch noch an. Jetzt schaust du aber ganz ordentlich lächerlich aus. Eieiei. Ist ja ein bunter Mischmasch jetzt, was du anhast. Aber gut. Wollte ich nicht nehmen. Schade. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Aber wenn ich jetzt hier runterspringe, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr hochkommen. So, jetzt marschieren wir hier rein. Die Schaltzentrale. Mir doch gedacht, wir speichern hier mal, bevor noch irgendwas Unglück passiert oder so. Treffer! Menschenfleisch. Eieiei. Ich glaub's allen Ernst ist, dass das was hilft. Oh, mir reicht's. So, okay, gibt's hier noch irgendwas? Den haben wir schon geludelt, ne? Ja. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Geld! Was ist mit dem Zweihänder? Der ist nicht magisch oder so, ne? Ein Zwergenschild. Da! Ah, gerade noch, glaube ich, gerade noch durfte man den looten, bevor die Iola die Mitte beschwört. Zurückkommt. So, und da haben wir den Staubien. Da wollen wir uns mal wieder ein bisschen snacken von. Das werde ich genießen. Zack. Und dann haben wir auch das letzte Tagebuch scheinbar. Ich lese vor.
Nachdem wir in die Mine herabgestiegen waren und uns durch die Spinnen hindurch gekämpft hatten, kamen wir schließlich in das eigentliche Nuancell. Sie haben die Stadt in die Höhle gebaut, die sie umschließt. Fantastisch. Nuancell vibriert vor Leben, aber seine Wächter liegen schlafend. Hoffentlich erfahren wir mehr, wenn wir tiefer hinabgelangen. In diesem Bereich scheinen zwei der Familien der Stadt gelebt zu haben. Wir haben einige Zeit mit den Studien dieses Baums außerhalb der Wohngebäude verbracht, können aber nicht herausfinden, was er bedeutet. Strom wird mit einem der Schüler zurückbleiben, um den Bereich eingehender zu untersuchen. Ich freue mich schon darauf, seine Notizen zu diesem Thema zu lesen. Heute haben wir die Waffenkammer der Stadt betreten. Die besten Zwergensachen haben die Falmer dank der robusten Dwemer-Schlösser noch gar nicht gefunden. Elch sagte, er könne in die Schatzkammer eindringen und würde Bescheid geben, wenn es ihm gelungen sei. Die Spinnen haben uns große Schwierigkeiten gemacht, aber wir hätten damit rechnen können, dass nur sie allein Markart gesichert haben. Okay. Ja, nach dem Verlassen der Waffenkammer errichteten wir ein Lager, aber die Falmer haben uns beobachtet und sind unseres Eindringens schließlich überdrüssig geworden. Sie kamen, während wir schliefen, und töteten die verbliebenen Wachen. Meridia, vergebe mir, dass ich meine Schüler als Ablenkung benutzt habe, um zu entkommen, aber ich muss diesen Ort wieder zum Leben erwecken. Ah, ja, ja. Zu viele konnte Schalter nicht drücken. Tja, das waren wohl seine letzten Worte, wa? Er konnte den Schalter nicht drücken. Welchen Schalter? Wenn's juckt, ne? Stelle merken und waschen. Eine Schaufel, die brauchen wir dringend. Das ist alles so viel Geld wert. Wir können noch tragen, also rein ins Inventar. Da kommen doch bestimmt Viecher raus, dann wenn wir es schaffen, den Schalter zu drücken. Sind wohl diese Spinnen, die den Erkundern hier irgendwie Probleme gemacht haben. Und ich trau mich echt wetten, wenn wir den Schalter drücken, dürfen wir uns da ganz zurückkämpfen. Das sieht alles so aus, als ob es hier gleich richtig zur Sache gehen wird. Zwergenruinen sind so ergiebig. So viel Geld liegt hier rum. Na, wenn das mal nicht der besagte Schalter ist. Massives. Ja. Auch damit. Den auch. So. Können wir aufmachen? Ah, geht nicht auf. Oh, nice. Aber. Na doch nicht. Hab ich Unrecht oder wie? Na gut. Dann gehen wir noch tiefer rein und schauen mal, was da ist, wenn da nicht gleich diese Schatzkammer kommt. Ist das hier die Schatzkammer? Wow, ich bin total beeindruckt. Irgendwas rasselt da. Mensch, bin ich beeindruckt. Das war ja schon ein bisschen enttäuschend.
jetzt da runterfallen? Waren wir da schon? Ja, ne? Ja, genau, wir sind da hinten rumgekommen. So, aber jetzt müssen wir uns hier rauskämpfen und dann wollen sie uns ein Böhr ans Gesicht drücken. Oder? Das Esszimmer neu einrichten. Oder? Ach, schade. So, finde jemanden, der etwas über die Expedition weiß. Na, wenn das mal nicht der Kalthelmo ist, ne? Ich möchte eigentlich den Ascherhofen mal anschauen. Tja. Eigentlich. Na. Na, nein, nee, stimmt schon. Hier, schaut, da ist der Gang. Und wenn wir jetzt da runtergesprungen wären. Genau. Aber schade, dass da nicht noch Action war, dass da nicht irgendwas aufgewacht ist. Das hätte ich mir eigentlich schon gut vorstellen können. Ah! Na also, juhi! Kann es sein, dass du ganz schön klein bist? Was ist denn das für... Schaut euch mal den Mini... Was ist mit Iola los? Was geht hier vor sich? Was? Achso, das ist gar nicht Iola. Eine Nackte, die da rumboxt. Sehr schön. Oh, oh, der Dampf ist aber ganz schön ordentlich. Nein, jetzt habe ich den Ding mit. Ah, eingesteckt ist nicht gut. Mal rauswerfen den Blödsinn. Das ist der Anpassungssphäre. Nee, die können wir nicht rauswerfen. Den behalten wir. Nehmen wir den mit, den Kreisel. Tu mal raus. Ja, komm. Na, 16, das ist ganz schön schwer, das alles. Was war denn da eben so schwer? Ich glaube, dieser Dwemer. Metallding hier, ja, 25, hör halt auf. Da soll mal rein. Komm, Iola, lass dich nicht so hängen. Eigentlich wollte ich dem da noch die Seele rauben. Das hat noch nicht funktioniert. Okay. Sonst noch irgendjemand hier? Irgendwas? Hallo, Keule. I want your soul. Ui. Ja, den nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Komm, Iola, komm mal her. Du musst was tragen. Puh, das ist alles viel zu schwer. Oh Gott, du könntest überhaupt nicht tragen, Leute. Nicht mal mit unserer Schleppausrüstung können wir das Zeug tragen.
Naja, wir sind ja im Grunde eh schon am Ende dieser Folge leider. Wo ist sie denn jetzt? Iola? Oh, ich bin ein bisschen verwirrt jetzt. Ist sie runtergefallen? Wahrscheinlich, weil sie nicht hier diesen Abhang runtergekommen ist. Ist sie jetzt irgendwo hin? Da hinten kommt sie. Ah, sehr gut. Naja, Leute, wir sind am Ende dieser Folge. Mir hat Spaß gemacht. Cooles Geschnetzel war das. Ich hoffe, euch auch. Und wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da für diese Folge. Es würde mich sehr freuen. Und falls ihr noch keine Abonnenten meines Kanals seid, würde es mich natürlich auch riesig freuen, wenn ich euch da in Zukunft dazuzählen kann. Und ja, natürlich würde ich mich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und dann schauen wir mal, ob wir jemanden finden, der diese Tagebücher, der uns da irgendwas über die Expedition sagen kann. Ne? Ich freue mich drauf und ich sage mal bis dann. Euer Neflatur.